Willkommen zurück bei Let's Play GTA San Andreas. Die Smoke-Missionen gehen jetzt Schlag auf Schlag. Ich mache die alle in einem Rutsch durch. Deshalb würde ich mal sagen, wir stürzen uns gleich in die nächste Mission. Das ist für mich persönlich auch eine der besten Missionen in ganz San Andreas. Einfach großartig. Als ich die das erste Mal gespielt habe, war ich sowas von weggebombt gewesen. Dann gehen wir mal rein. Just Business. CJ! Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chilling? Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. We going downtown. This better not be another cop errand, man. Nah, man, this is strictly for the home. I gotta be honest with you, CJ. We could be getting into some heavy shit, baby. What you went to, Smoke? A lot of shit about to go down, Paul. Family's coming back, ballers pushing base, rushing cash with nothing to lose about the bust his ass. Russians? Now, all my life, I've been told to fear the Russians. But I ain't never even met them. Then the wall comes down and we all supposed to be friends. 5 minutes later, my cousin gets laid out by some Ruskies fresh off the boat. For real? For real. So, und wenn ihr euch übrigens fragt, warum... Also, nicht warum, sondern wer diese Crashbullen sind, was sie im letzten Part gesagt haben. Das sind Officer Tempany und so weiter. So, dann gehen wir mal rein und schauen, was uns erwartet. Look, Cole, before I walk in there, I just need to know you down with this shit, man. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm down, dog. Hey, baby. Want company? Motherfuckers! Es war so klar. CJ, get in here! Oh, there you are. Use some cover. They blast like fools in this motherfucker. Ice those fools, CJ. Big Smoke, you make big mistakes. Watch yourself, CJ. I think they pissed. CJ, take the right and cover my ass. Keep it up, baby. That's my dog making y'all pay. Das kann gut sein, dass ich das mit für den Crash Cops schon den letzten Part gesagt habe. Stay with me, CJ. We out of here, baby. Aber also wirklich schlimm ist es ja nicht. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall mit Sicherheit. So. Bisschen Geld einsammeln. War da oben noch Munition für die Waffe? Ja, war sie. Sehr schön. So. Jetzt nehmen wir auch gleich die Schutzweste nochmal mit. So, da folgen wir mal Smoke. Stick real close, Carl! Keep your head down and stick a shit in here! Ja, da ist die Scheiße schon wirklich am Kopf. Motherfucker! Back me up! That's my homie CJ! Homie, you ice cold, baby! Es ist ein bisschen schade, dass der... Oh, es time to return the favor, baby! Get on! Seht ihr, deshalb liebe ich die Mission, denn jetzt kann man selbst schießen und ist nicht mehr auf die nicht vorhandenen Schusskünste von Smoke angewiesen. They after us on the bike, Smoke! Waste any motherfucker that follows us. Was ich ein bisschen schade finde. Shit, man, they coming for us in the truck. Don't tell me about it. Take it off the road. Stop it. Man, look at all this traffic. Get out of the way. I'm coming through. We got bikes on our six. Smash it, Smoke. Hold on tight, baby. Ah, Smoke, no. Gegen den hier machen wir nix, weil es sinnlos ist. Oh, they hit a der bus. I'll never diss public transportation again. Damn, roadblock. Oh, Smoke, these cats is organized. It's something you ain't telling me, man. Look, Carl, all I know is they real pissed with us right now. Hold on, though, I got an idea. Smoke, what you thinking? Flood control is a dead end, man. The hell with that. We had to lose those cars. Don't worry about that. I know a way out. Up past Grove Street. The old sewer tunnel. Oh, man. Watch out back. Smoke, it's more fire. Pop, they fire.
Und das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, das sieht jetzt natürlich jetzt nicht wirklich nach sehr viel aus, aber wenn man sich mal vor Augen führt. Achtung. Oh shit, now the truck's found us again. Man, stop being so negative. Focus on the good news. Such as, we ain't dead and your trigger finger still works, fool. I think the gearbox just screwed up on this thing. I can't get no speed. Yeah, who negative now, bitch? Point taken. I'll keep my mouth shut from now on. Watch out back. So, und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, wann das Spiel gemacht wurde, von wann das ist, da ist wirklich großartig. Was ich ein bisschen schade finde, dass am Computer der Schwierigkeitsgrad nicht angepasst wurde. Denn hier spielt, also auf der PlayStation, wo es ja erschienen ist. Man, quit bitching and shoot as many of them assholes as you can. Who stole that truck? Go around them, man. Screw that. We're taking the scenic route. Da war das natürlich viel schwerer gewesen. Und jetzt die Preisfrage, aus was für ein Film ist das? Right, motherfuckers. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. DJ, here we go! Man, I used to hate this tunnel when we was kids. Hey, we can reminisce later, we still got company! Don't these guys ever give up? We lost some smoke! Man, we better split up. I'll take it another block and dump it. Man, that was some crazy shit back then. Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. So. Das war's also. Die bis jetzt spannendste und actiongeladenste Mission von GTA San Andreas, was ich vorhin die ganze Zeit sagen wollte und dauernd unterbrochen wurde, war ja, was wollte ich? Ja, genau. Ich wollte sagen, dass das Spiel ist jetzt erst für die PlayStation 2 erschienen. Und in der PlayStation 2 Version, da muss man in dieser Szene, die wir gerade gesehen haben, mit den Analogsticks zielen. Das macht die Szene natürlich bedeutend schwieriger. Bedeutend schwieriger. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, dass das jetzt in der Computerversion da wegen der Maus zielen etc. Hat die Version, obwohl sie trotzdem noch toll inszeniert ist, ein bisschen an Dramatik verloren, weil es eben nicht mehr wirklich knapp ist. Also da muss man sich schon wirklich doof anstellen, um da zu sterben. Ich nehme wieder die. Ja, also, das war's. Der Schwierigkeitsgrad wurde leider in sich auf die PC-Steuerung angepasst. Aber, ja gut, das kann man natürlich halten, wie man will. Manche mögen das auch bestimmt, weil eben das Spiel an sich nicht wirklich leicht ist, wenn man es zum ersten Mal spielt. So. Dann speichere ich und im nächsten Part machen wir bei den Missionen von OG Loke weiter. Bis dahin.